Leute, heute möchte ich über die neue Legende in Season 19 reden und es ist nicht Conduit, wie alle von euch denken und jetzt sagen, oh, kennen wir doch alles schon. Nein, ich habe drei völlig neue Fähigkeiten und ich nehme Bezug auf das gestrige massive Spoiler-Video nochmal. Ich werde jetzt noch einleitend ein paar Worte sagen, bevor ich jetzt jemanden spoiler, der dann sagt, oh, das wollte ich nicht wissen, ich hätte lieber weggeschalten. Ich nehme Bezug auf die neue Legende, wo es gestern in meinem neuen Video um die neue Legende geht, massive Spoiler, lore-technisch extrem interessante Geschichte, auch wenn das nach wenigen Stunden wieder dementiert wurde, dass das so passiert, sind aber heute Gamefiles für die neue Legende aufgetaucht, die Fähigkeiten und auch die Story nochmal etwas detaillierter. Und deswegen gehe ich davon aus, dass dieses Dementi ein Fake ist, um die Leute vielleicht nicht ganz so dolle, keine Ahnung, zu spoilern mit dem Leak. Ich kann es euch nicht so genau sagen. Auch das, was ich euch jetzt sage, ist schon wieder aus dem Netz verschwunden und ich weiß nicht warum. Ich werde es trotzdem einblenden, weil ich habe glücklicherweise noch einen Screenshot gemacht, bevor es gelöscht wurde. Ich habe jetzt quasi drei neue Fähigkeiten, die ihr allesamt nicht kennt. Eine Theorie von mir, bevor ich nämlich jetzt gleich anfange mit dem Spoiler, Conduit sollte kommen. Und Malevolent heißt die neue Legende, zu Deutsch böswillig oder bösartig. Vielleicht ist Conduit und Malevolent ein und dieselbe Legende. Man hat einfach den Namen geändert, aber es gibt halt drei neue Fähigkeiten. Ich könnte mir vorstellen, warum es vielleicht ein und dieselbe Legende und drei neue Fähigkeiten sind, weil wir haben jetzt in dieser aktuellen Season keine neue Legende bekommen. In Season 19 gibt es eine neue Legende und dann dachten die sich vielleicht, boah, eigentlich sind die Fähigkeiten gar nicht so geil und Conduits Fähigkeiten waren alles andere als spannend, sondern eher langweilig. Und ich bin mir sicher, die wäre nicht gut gepickt worden, weil da nichts irgendwie ansatzweise so spannend klang, außer die passive war es, glaube ich, oder taktische. Du konntest von deinem Schild etwas abdrücken und Teammates, die es nötiger haben, auf deine Kosten konntest du die heilen und hast halt dein Schild so ein Stück weit verloren. Das war das Einzige, was spannend klang. Der Rest war für mich absolute Asche. Und deswegen könnte es sein, dass Malevolent und Conduit ein und dieselbe Person sind oder sie wurde gelöscht und wir haben einfach eine geile Legende hier reingebastelt oder Conduit kommt später. Weiß der Geier. Ich möchte jetzt aber nochmal darauf hinweisen, morgen gibt es noch ein Spoiler-Video, denn den Leak, den ich euch gleich zeige, das war ein und dasselbe Ding. Fähigkeiten, Lore. Ich zeige euch jetzt die Fähigkeiten und der Spoiler morgen nochmal. Die Story, da gehe ich noch ein bisschen intensiver drauf ein und das zeigt die genauen Hintergründe der Legende, mit was das alles zusammenhängt, warum die gewisse Sachen tut, wie, wo, was, wann, mit wem und so weiter und so fort. Extrem verzwickt. Also ihr solltet jetzt wegschalten, wenn ihr es wirklich nicht wissen sollt. Und das, was ich jetzt erzähle, klingt sowieso alles ziemlich, für alle, die das Video gestern gesehen haben, die werden es wahrscheinlich verstehen, auch wenn ich jetzt hier in Rätseln quatsche. Ich fange jetzt einfach mal mit dem Spoiler an. Malevolents Fähigkeiten. Sie klingen nämlich gerade Lifeline extrem ähnlich von Octane. Sie ist hier nicht ganz so viel. Malevolent ist die Tochter von Lifeline und von Octane aus der Zukunft. Mehr dazu morgen, wer das Video gestern nicht gesehen hat und jetzt überraschend hört, boah, was ist denn da los? Morgen wird es richtig interessant, auch da werde ich die Spoilerwarnung nochmal rausgeben. Wir fangen mal an mit der passiven Fähigkeit. Sie nennt sich Your Finished und diese passive Fähigkeit ist schon sowas von unglaublich geil, dass viele von euch vielleicht sagen, boah, das ist doch OP. Abwarten, wie es umgesetzt wird, müssen wir mal abwarten, aber es klingt nach einer der stärksten passiven Fähigkeiten überhaupt, würde ich mal behaupten. Sie kann nämlich mit ihrer Drohne, sie hat auch ähnlich wie Lifeline eine Drohne, ist halt die Mutter, passt also, ähnlich wie Lifeline haut sie eine Drohne raus, mit der sie einen Gegner, einen gedownten Gegner finishen kann. Das heißt, sie ballert das Ding dahin, das ist wie der Autores halt, und dann rennst du einfach weiter und die Drohne übernimmt den Rest des Finishers. Das heißt, wenn das durchgeht, hast du ein volles Schild, hast 100 Damage-Punkte mehr und kannst dabei aber weiter dich verteidigen, kannst vielleicht die Teammates, die den Finisher verhindern wollen, des Gegners, daran hindern, dass sie das verhindern. Ihr wisst, was ich meine. Natürlich ist das Ding zerstörbar. Zwischen 75 und 100 Lebenspunkten soll die Drohne nur haben. Was völlig gerecht ist, wie ich finde, ist also relativ einfach zerstörbar, auch wenn die Drohne nicht sehr groß ist. Vielleicht sieht die aber auch anders aus, ist größer, kleiner, weiß der Geier. Finde ich auf jeden Fall eine interessante Sache. Und eine zweite passive Fähigkeit gibt es noch. Ein Gegner können aus deiner Deathbox, wenn du drauf gehst als Malevolent, dein Buddy-Shield nicht swappen, sondern nur deine Teammates.
wirst du sicherlich nicht sehr oft brauchen, aber es ist sehr, sehr interessant. Die taktische Fähigkeit Bad Doctor. Du kannst eine Drohne werfen, die Gegnern im Wirkungsbereich, und ich gehe davon aus, dass das mehrere Gegner betreffen könnte, ausbluten lässt. Und jetzt kommt das Interessante. Ich glaube, ihr könnt mich gerne berichtigen. Ich glaube, es gibt in Apex Legends nicht ein Item, nicht eine Waffe oder irgendwas, was auf Schild und Lebenspunkte zeitgleich geht. Ohne dass erst eins runtergeht und dann das andere. Also Schüsse, Schild und danach Schüsse, Lebenspunkte. Es werden zeitgleich Schild und Lebenspunkte entzogen. Und es soll dieselbe Geschwindigkeit haben wie Lifelines Drohne. Das ist verdammt schnell, muss ich sagen. Aber auch hier gehe ich davon aus, was weiß ich, vielleicht 50 Leben und 50 Schild. Das wäre genau, obwohl das wäre vielleicht ein bisschen viel, vielleicht 25, 25, sodass du insgesamt, keine Ahnung, 50 Punkte insgesamt auf beides verlierst. Das ist jetzt nur eine Theorie. Das Ding hat auch einen Radius und ist auch beweglich. 6 bis 7 Meter Radius. Das heißt, wenn du da drinnen hängst, kommst du da nicht gleich raus. Das heißt, du musst dich erst einmal ein bisschen wegbewegen, 6 bis 7 Meter. Und erst dann löst sich diese Drohne von dir und dann bist du wahrscheinlich safe. Irgendwie so verstehe ich das. Und hier wird auch geschrieben, ähnlich wie Newcastle ist dieses Ding beweglich. Und die ultimative Fähigkeit. Habe ich irgendwas vergessen? Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwas vergessen. Stay Down, das wird viele von euch vielleicht an die Anfangszeiten von dem verdammt overpowerten Seer erinnern. Ähnlich wie die Krypto-Drohne kann, außer eine gegnerische Malevolent ist davon nicht betroffen, Gegner werden daran gehindert zu reviven. Falls das gerade passiert, werden sie gecancelt. Und Gegner, die davon getroffen wurden und jetzt vielleicht innerhalb von 7 bis 10 Sekunden einen Gegner oder ein Teammate hochheben wollen, das ist ebenfalls für 7 bis 10 Sekunden gesperrt. Radius von 30 Metern, was echt eine ganze Menge ist. Damit kannst du auf jeden Fall in Capital City im Main Building das ganze Teil, das ganze Areal abdecken. Und das ist schon ganz schön heftig. Übrigens, wer sich wundert über die grünen bzw. orange, nicht grün, grün oder gelb hinterlegten Zahlen wundert, das sind Zahlen, die variieren können. Das steht noch nicht ganz fest, ob das 75 bis 100 Lebenspunkte sind oder der Radius zwischen 6 und 7 Meter oder 7 bis 10 Sekunden, die man nicht reviven kann. Das sind alles noch Sachen, die auf jeden Fall sich ändern könnten. Ich bin jetzt mal ganz, ganz heftigst gespannt, was ihr zu dieser Legende zu sagen habt. Und ich bin ganz ehrlich, Respawn hat wahrscheinlich selber gemerkt, oh, Conduit ist echt eine ganz schöne lahme Legende. Die Fähigkeiten sind nicht spannend. Alles drumherum irgendwie nichts Besonderes. Wir müssen in Season 19 irgendeine fette Hammer-Legende rausbringen. Und ich finde diese Legende eine Mischung aus Octane und Lifeline. Zumindest ein paar, da muss da was Geniales bei rauskommen. Und ich finde, diese Fähigkeiten klingen definitiv sehr, sehr geil, muss ich sagen. Eine starke Legende, auf jeden Fall. Ich bin jetzt auf jeden Fall gespannt, was ihr zu sagen habt. Was sagt ihr zu den Fähigkeiten? Habt ihr davon schon mal gehört? Wie gesagt, diese Files wurden wieder gelöscht aus dem Internet, also nicht aus dem Spiel. Die Files sind ja aus dem Spiel selber. Aber ich bin gespannt, was ihr zu sagen habt. Und morgen möchte ich noch mal intensiver auf die Story eingehen, warum, wie, was passiert. Und das ist sehr, sehr interessant und es bekräftigt, dass das Dementi totaler Blödsinn ist und irgendjemand versuchen wollte, vielleicht seinen Namen nur zu retten oder dass er irgendwas zu früh rausgeballert hat. Ich kann es euch nicht genau sagen. Irgendwas ist da ziemlich komisch auf jeden Fall. Dennoch mit Vorsicht genießen, ganz, ganz wichtig. Ich bin jetzt auf jeden Fall gespannt. Halte jetzt meine Klappe, wünsche euch noch ein schönes Restwochenende. Bis die Tage, haut rein, ciao.